Entgegen dem, was sie dir weismachen wollen, sind Dokumentarfilme nicht immer so gut recherchiert und zuverlässig, wie sie scheinen. Persönliche Interessen, manipulierte Fakten und gelegentlich auch völlig falsche Statistiken werden von ahnungslosen Zuschauern oft nicht bemerkt. Aber nach diesem Video wirst du in der Lage sein, dich nicht mehr täuschen zu lassen. Von fragwürdigen Behauptungen über den Klimawandel bis hin zu vermeintlich tödlichen Diäten, lass uns einige der unerwarteten Wege erkunden, auf denen dich diese beliebten Dokumentationen belogen haben. Amazing! Nummer 10. Das dunkle Geheimnis von Disney. In den arktischen Regionen der Welt gibt es kleine, mausähnliche Nagetiere namens Lemminge. Eine urbane Legende besagt, dass der Instinkt der Lemminge weiterzuziehen, egal in welche Richtung oder mit welchen Hindernissen, oft zu tödlichen Missgeschicken führt. Insbesondere springen sie gemeinsam von Klippen und begehen massenhaft Selbstmord. Eine berühmte Szene in Disneys Naturdokumentation Weiße Wildnis aus dem Jahr 1958 trug zu diesem Missverständnis bei. Der Film zeigt, wie die Lemminge in den gemeinsamen Tod springen, entweder durch ein Trauma oder durch Ertrinken, während sie sich in das arktische Meer stürzen. Später stellte sich heraus, dass dieses berühmte Filmmaterial gefälscht war. Das Filmteam hatte einige Lemminge auf einer Drehscheibe platziert, um den Eindruck zu erwecken, dass eine große Anzahl von Lemmingen auf das Meer zustürzt. Die Lemminge, die für die Dreharbeiten aus ihrer arktischen Heimat nach Kanada importiert worden waren, wurden dann von der Filmcrew von der Klippe getrieben, um einen filmischen Effekt zu erzielen. Leider war das Filmmaterial gefälscht, nicht aber das Schicksal der armen Lemminge. Zu einem Überfluss fielen sie nicht einmal ins Meer, es war ein Fluss in Alberta. Wie Mickey seinen Nagerbrüdern das antun könnte, werde ich wohl nie erfahren. Nummer 9. Was ist mit der Gesundheit? Ob offensichtlich oder nicht, die meisten Dokumentarfilme haben eine Agenda. Die Auswahl dessen, was gezeigt und was weggelassen wird, ist unweigerlich auf die allgemeine Botschaft oder das emotionale Ziel zugeschnitten. Aber die besten Dokumentarfilme verstecken ihre Absichten ziemlich gut hinter ausgewogenen Argumenten und reinen Fakten. Leider dreht What the Health, der 2017 veröffentlicht wurde, die Sirene Lebensmittelangst auf 11 und lässt dabei die Ausgewogenheiten, die Fakten außer Acht. Deshalb wurde der Film von Ärzten, Ernährungsberatern und Journalisten gleichermaßen heftig kritisiert. In der Dokumentation wird behauptet, dass die meisten Gesundheitsprobleme von Krebs bis Diabetes auf den Konsum von Fleisch und Milchprodukten zurückzuführen sind. Eine dieser Behauptungen ist, dass der Kuhmilchkonsum Krebs verursacht. Die zitierten Studien, die diesen Zusammenhang nahelegen, beziehen sich auf relativ kleine Kohorten und geben offen zu, dass weitere Untersuchungen notwendig sind, um diese These wirklich als wahr darstellen zu lassen. Auf der anderen Seite der Milchflasche haben mehrere große Kohortenstudien keinen Beweis dafür gefunden, dass Milch Krebs verursacht. Und einige haben sogar behauptet, dass sie helfen kann, die Krankheit zu vermeiden. Die bei weitem übertriebenste Behauptung des Dokumentarfilms ist jedoch, dass der Verzehr von einem Ei pro Tag wegen des Cholesteringehalts im Eiern so schlimm ist wie das Rauchen von 5 Zigaretten. Die Behauptung, dass der Verzehr von Cholesterin zu einem höheren Cholesterinspiegel im Blut führt und damit Herzkrankheiten verursacht, wurde bereits mehrfach widerlegt. Du müsstest Eier auf einem Ron Swanson Niveau konsumieren, um überhaupt eine Auswirkung zu bemerken. Give me all the bacon and eggs you have. Zwei Drittel der Langzeitraucher sterben an den Folgen des Rauchens. Die Auswirkungen von Eiern sind nicht einmal ansatzweise vergleichbar. Nummer 8. Eine unbequeme Wahrheit. Der 2006 veröffentlichte Film Eine unbequeme Wahrheit befasst sich mit einem der größten Themen des 21. Jahrhunderts, dem Klimawandel. Ein Jahr nach seiner Veröffentlichung entschied ein Richter des obersten Gerichtshofs, dass der Film zwar lehrreich und unbestreitbar bedeutsam war, aber mehrere entscheidende wissenschaftliche Fehler enthielt. Die meisten davon betrafen Themen wie das weltweite Ausbleichen der Korallenriffe, das der Film ausschließlich auf die von Menschen verursachte globale Erwärmung zurückführte. Obwohl die globale Erwärmung wahrscheinlich zu solchen Problemen beiträgt, spielen andere Faktoren wie die Umweltverschmutzung eine ebenso große, oft sogar noch größere Rolle. Eine der wichtigsten Behauptungen war, dass entweder die Westantarktis oder Grönland in naher Zukunft schmelzen und den Meeresspiegel bis zu 20 Fuß ansteigen lassen werden. Der Richter entschied, dass diese Behauptung eindeutig alarmistisch sei und dass dieser Anstieg zwar zu erwarten sei, sich aber über Jahrhunderte hinziehen werde. Auch Gores Behauptung, dass niedrig gelegene Atolle im Pazifik aufgrund des steigenden Meeresspiegels übereilt aufgegeben werden, hatte keinerlei Beweise und schien kaum mehr als emotionale Manipulation zu sein. Die bewegendste Szene des Dokumentarfilms bezieht sich auf Eisbären, die ertrinken, weil sie kein Eis finden, auf dem sie sich abstützen können. Leider war auch dies falsch dargestellt. In den Berichten, auf die Bezug genommen wird, heißt es, dass 4 Eisbären aufgrund eines Sturms ertrunken sind und nichts mit der globalen Erwärmung zu tun hatten.
Das heißt nicht, dass das nicht passieren könnte, aber die falsche Darstellung von Fakten untergräbt den positiven, wahrheitsgemäßen Kern des Dokumentarfilms völlig. Mr. Gore, das nächste Mal sollten Sie nicht die Wahrheit verdrehen. Du wirst uns wieder in heißem Wasser landen. Nummer 7. Eine unbequeme Lüge. Das skeptische Gegenstück zu An Inconvenient Truth, The Great Global Warming Swindle von 2007, zeigt die andere Seite des Klimawandels. Dieser Dokumentarfilm versucht, die globale Erwärmung als ein alarmistisches Thema darzustellen, das nur dazu dient, eine politische Agenda zu verfolgen. Der Dokumentarfilm ist voller falscher, ungenauer, übertriebener und veralteter Informationen. Vor allem wird der Anstieg der Treibhausgase auf die Sonnenaktivität zurückgeführt. Diese Theorie basiert auf einer Studie aus dem Jahr 1991, in der angeblich ein Zusammenhang zwischen dem Sonnenfleckenzyklus unseres Heimatsterns und den Temperaturschwankungen auf der Erde festgestellt wurde. Man kam bald zu dem Schluss, dass die Studie ihre Daten falsch verarbeitet hatte und wurde einstimmig verworfen. Entweder hatte der Regisseur und Produzent Martin Durkin dieses Update verpasst oder er hat es für seine eigene Agenda einfach ignoriert, da es die Grundlage für die meisten seiner Argumente war. Apropos Agenda. Durkins Voreingenommenheit gegenüber Umweltschützern war schon aus seinen früheren Werken bekannt. In Against Nature von 1997 kritisierte er Umweltschützer als lästige Hindernisse für persönliche Freiheit und wirtschaftliches Wachstum. So war es nicht verwunderlich, dass der Film von 2007 von der wirtschaftlichen Gemeinschaft heftig kritisiert wurde, weil er Durkins Agenda gegenüber den Fakten bevorzugte. Zu diesen kritischen Stimmen gehörten auch zwei der drei im Film vorkommenden Wissenschaftler, Carl Wunsch und Egil Fries Christensen. Beide erklärten, dass sie von den Filmemachern in die Irre geführt wurden und dass ihre Arbeit und ihre Ansichten völlig verzerrt und falsch dargestellt wurden. Hier die Lektion: Wenn du die Worte der Leute verdrehst, lass sie den Film danach bloß nicht sehen. Nummer 6. 13. Der 2016 erschienene Dokumentarfilm 13th stellt die kühne Behauptung auf, dass die Sklaverei in den modernen USA immer noch existiert. Er behauptet, dass die Prinzipien der Sklaverei durch soziale Mechanismen wie die Masseninhaftierung auf subtileren Ebenen fortbestehen, als uns bewusst ist. Der Artikel wirft zwar einige interessante Punkte auf, aber seine Argumente werden durch eine Tendenz zur Übertreibung und sogar Erfindung von Fakten untergraben. Ohne Quellen zu nennen, behauptet 13th zum Beispiel, dass die Zahl der Gefangenen in den letzten 10 Jahren explodiert ist, was im Widerspruch zu allen verfügbaren Beweisen steht, die auf einen allgemeinen Rückgang hindeuten. Außerdem wird behauptet, dass schwarze Männer 206,5% der US-Bevölkerung ausmachen, aber 40,2% der Gefängnisinsassen. Die Zahl von 40,2% wird wiederum nicht durch Quellen belegt, auch wenn die tatsächliche Zahl von etwa 33% sicherlich unverhältnismäßig ist und untergräbt dieser Fehler einen Film, der den Anspruch erhebt, versteckte Realitäten aufzudecken. Der Film trifft zwar einige Wahrheiten, aber es scheint ihm wichtiger zu sein, dein Blut zum Kochen zu bringen, als sachliche Genauigkeit zu liefern. Nummer 5. Super Size Me. Der 2004 erschienene Film Super Size Me hat so viele Menschen davon abgehalten, Fastfood zu essen, dass McDonald's seine Speisekarte umstellte und Salate und andere gesündere Optionen einführte. Der Film hatte zwar eine positive Wirkung, aber es mangelte ihm an Authentizität. Zu Beginn des Films stellt der Regisseur Morgan Spurlock fest, dass er bei guter Gesundheit war, bevor er sich auf seine einmonatige McDonald's-Mission begab. Aber in Wirklichkeit gab Morgan Jahre später zu, dass er seit 30 Jahren nicht länger als eine Woche nüchtern war. Morgan gab außerdem zu, fast sein ganzes Leben lang Alkoholiker gewesen zu sein, auch während der Dreharbeiten zu Super Size Me. Das könnte damit zu tun haben, dass der Arzt mitten im Experiment feststellte, dass Spurlocks Konsumgewohnheiten seine Leber beizen, was mit der eines Alkoholikers nach einem Saufgelage vergleichbar ist. Aus diesem Grund wurden alle festgestellten Veränderungen durch die Auswirkungen des hohen Alkoholkonsums auf Morgans Körper unterminiert. Und selbst wenn er nüchtern wäre, ist ein einzelner Mann keine repräsentative Stichprobe. Natürlich behauptet niemand, dass eine reine McDonald's-Diät gut für dich ist, aber es überrascht mich nicht, dass Alkoholismus dazu auch nicht hilft. Nummer 4. Bowling for Columbine. 2002 veröffentlichte der umstrittene Filmemacher Michael Moore den Dokumentarfilm Bowling for Columbine, der sich mit dem Massaker an der Columbine High School im Jahr 1999 beschäftigt. Moore sieht die Ursachen für die Schießereien in den laxen amerikanischen Waffengesetzen und der waffenfreundlichen Kultur, die sie umgibt. Moore spricht zwar einige wichtige Punkte an, aber irreführende Statistiken und ungenaue Darstellungen von historischen Ereignissen verwässern seine Argumente. In einer früheren Szene betritt Moore eine Bank, um ein Angebot für eine Gratiswaffe für jedes neue Konto einzulösen. In kürzester Zeit gibt die Bank Moore die Waffe und er stellt fest, wie schockierend einfach das war.
Im Film wird jedoch nicht erwähnt, dass die Produzenten bereits den Großteil des Papierkrams ausgefüllt und dafür gesorgt hatten, dass die Waffe am Tag der Dreharbeiten bereitstand. Das war eine wichtige Information, denn die Vorschriften der Bank verlangten eine einmonatige Hintergrundprüfung aller Antragsteller. Außerdem konnte die Auslieferung der Waffe Wochen dauern, da die Waffen normalerweise nicht einmal vor Ort gelagert wurden. Natürlich ist es immer noch verrückt, dass man eine Waffe von einer Bank bekommen kann, aber irgendwie war das für Moore nicht genug. Später behauptet der Film, dass es in Amerika jährlich über 11.000 Morde mit Schusswaffen gibt, während die offiziellen FBI-Zahlen diese Zahl auf etwa 8.800 beziffern. Die von Moore genannte Zahl ist eine Kombination aus Morden, Selbstverteidigung und Polizeieinsätzen. Die umstrittenste Behauptung des Films findet sich jedoch in der satirischen Karikatur Geschichte Amerikas. Die Karikatur impliziert, dass die National Rifle Association aus dem KKK hervorgegangen ist. Auch wenn es sich dabei um eine Satire handelt, ist es ein unzutreffender Witz, denn die NRA wurde während des Bürgerkriegs von Unionssoldaten in New York gegründet. Selbst wenn man diese Tatsache außer Acht lässt, zeigt das völlige Fehlen von Beweisen, wie sehr Moores persönliche Agenda den Film durchdringt und ihn noch weiter von den grundlegenden Definitionen des Dokumentarfilms entfernt. Nummer 3. Bear Grylls, der geborene Überlebenskünstler. Jeder, der die Show des Überlebenskünstlers Bear Grylls gesehen hat, weiß um seine Fähigkeiten in der Wildnis zu überleben. Mit seinen SAS ausgebildeten Überlebensfähigkeiten kann er sich in rauen Klimazonen schützen und wärmen und Nahrung und Wasser finden. Das Überleben steht im Mittelpunkt. Doch leider ging der Survival-Aspekt von Grylls Show wie Born Survivor im Jahr 2007 verloren. Ein Crewmitglied verriet, dass Grylls während der Dreharbeiten regelmäßig in Hotelanlagen übernachtete, obwohl er den Anschein erweckte, einen echten Survival-Lifestyle zu leben. Von gemütlichen Lodges in den Bergen der Sierra Nevada bis hin zu kompletten Luxus-Resorts gab es nur wenige Nächte, die er auf dem kalten Waldboden verbracht hätte. Das bedeutete, dass Grylls verzweifelte Suchen nach dem Essen, egal wie eklig es auch sein mochte, eine Lüge war, denn der Tag begann und endete in der Regel mit einer herzhaften Mahlzeit in einem Restaurant. Zu Grylls Ehrenrettung sei gesagt, dass er sich 2014 öffentlich für die Irreführung seiner Fans entschuldigte. Aber das hat nicht verhindert, dass seine Shows etwas von ihrem Staunen und ihrer Ehrfurcht verloren haben. Nummer 2. Gasland. Gasland ist ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2010, der sich mit dem kontroversen Thema Fracking befasst, bei dem Flüssigkeiten explosionsartig in die Erde gepresst werden, um Öl oder Gas zu fördern. Der Film konzentriert sich auf die Umweltverschmutzung, die durch Fracking verursacht wird, und stellt dabei eine besondere alarmierende Behauptung auf. In der Dokumentation wird berichtet, dass die Menschen in Gebieten, in denen Fracking betrieben wird, ihr Leitungswasser in Brand setzen können. Der Film verschweigt, dass dieses Phänomen bereits in den 70er Jahren berichtet wurde, lange bevor Fracking in den vorgestellten Gebieten verbreitet war. Das Phänomen ist in der Regel auf natürlich vorkommendes Methan in unterirdischen Wasserreserven zurückzuführen. In einem anderen Abschnitt von Gasland wird auf das ganze große Versterben in einem nahegelegenen Fluss hingewiesen und das Sterben auf die Fracking-Praktiken zurückgeführt. In Wahrheit wurden die Fische durch eine Blüte giftiger Algen ausgerottet, die dank der Verschmutzung durch eine nahegelegene Kohlemine im Fluss gediehen waren. Auch wenn wir alle wissen, dass Umweltverschmutzung schlecht ist und Fracking hat seine eigenen Probleme, ist es nicht cool, die Ursachen falsch anzuordnen, um sein Argument zu untermauern. Nummer 1. Cowspiracy. Von der globalen Erwärmung und der Abholzung der Wälder bis hin zu Dürren und sogar Morden. Laut Cowspiracy ist alles auf Kühe zurückzuführen. Wenn es doch nur so einfach wäre. Die auffälligsten Irrtümer der Dokumentation beziehen sich auf eine einzige Behauptung, dass der weltweite Fleischkonsum die Ursache für den Klimawandel ist. Cowspiracy behauptet zunächst, dass die Tierhaltung 18% der Treibhausgasemissionen verursacht, stellt aber später fest, dass die Auswirkungen drastisch unterschätzt wurden. Die tatsächliche weltweite Zahl, wie sie von Cowspiracy behauptet wird, könnte eher bei 51% liegen. Leider stammt die letztgenannte Zahl aus einer einzigen unzuverlässigen Studie, die nicht nur mit Fehlern behaftet war, sondern schließlich auch die Änderung des Autors selbst in Misskredit gebracht wurde. Sogar die ursprüngliche Angabe von 18% beruhte auf falschen Daten und wurde später von der UNO auf etwa 14% korrigiert. Das ist immer noch ein großer Prozentsatz als der der gesamten Transportindustrie zusammen. Warum also an haarsträubenden Behauptungen festhalten, wenn die Fakten schon beunruhigend genug sind? Niemand bestreitet, dass die Fleischindustrie ziemlich schlimme Auswirkungen auf unsere Umwelt hat, da ein Großteil der Wälder im Amazonasgebiet abgeholzt wird, um Platz für den Abbau von Viehfutter zu schaffen. Aber wie vielen der erwähnten Dokumentarfilme ist es besser, sich auf die Fakten zu stützen und zum Kern der Sache vorzudringen, als sich auf die Täuschung zu versteifen.
Bist du in die Falle eines dieser unehrlichen Dokus getappt? Kennst du weitere Dokumentarfilme, die das Publikum belogen haben? Lass uns darüber diskutieren, vergiss nicht ein Abo dazulassen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.